Babys werden in Bunkern geboren. Eine Geburtsstation wird in Mariupol bombardiert. Menschen fliehen und an den Bahnhöfen spielen sich herzzerreißende Szenen ab. Väter müssen sich von ihren Kindern und Frauen verabschieden, die sich in Sicherheit bringen wollen. Und sie selbst müssen in einen Krieg ziehen, in einen Krieg, den sie nicht wollen, der von einem Mann begonnen wurde, der Präsident des größten Landes ist, ihm das aber nicht reicht. Wir sehen täglich Bilder von getöteten und verletzten Menschen. Wir sehen zerstörte Städte, zerstörte Häuser und angegriffene AKWs. Die Bilder, die Videos, die Nachrichten aus den umkämpften Gebieten sind einfach nur schrecklich. Auch die Bilder, die wir aus Russland sehen, wo mutige Menschen gegen Putins Krieg auf die Straße gehen, niedergeknüppelt werden und dann weggekarrt werden und keiner weiß wohin, tun weh. Und all das lässt mich abends mit bangen Herzen einschlafen und morgens mit Sorgen aufwachen. Und ich bin mir sicher, Ihnen und euch geht es ebenso. Denn niemand, und ich wiederhole, niemand, niemand sollte so etwas erleben müssen. Aber das passiert gerade jetzt in unserer Nachbarschaft in Europa. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin 36 Jahre alt, komme aus dem schönen Herrsching am Ammersee und ich habe das unglaubliche Privileg, dass ich in Frieden aufwachsen durfte. So wie wahrscheinlich viele oder die meisten, die heute hier sind. Und ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben und dass ich heute zu Ihnen sprechen darf. Dass ich meine Meinung kundtun kann, dass ich gegen Krieg und für Frieden demonstrieren kann, dass ich in einer Demokratie lebe und dass ich abends meinen kleinen Sohn im Warmen ins Bett bringen kann. Viele Menschen in der Ukraine können das im Moment nicht. Die Verantwortung dafür trägt alleine ein Mann, Wladimir Putin. Sein Angriff auf die Ukraine ist völkerrechtswidrig. Er hat einen bestialischen Krieg begonnen und dieser muss endlich aufhören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es beängstigend, erschreckend und furchtbar, wie nah man diesen Krieg miterlebt. Auf Social Media, im Fernsehen, in den Fotos, in der Zeitung. Und ich fühle mich in ganz vielen Momenten oft sehr, sehr hilflos. Sitzen wir hier in München oder wo auch immer wir wohnen, in unserer warmen Wohnung, während ein paar hunderte Kilometer von uns die Menschen um ihr Leben fliehen. Ich möchte hier und heute aber erstmal eine deutliche Botschaft senden. Wir sind nicht hilflos. Wir können den Menschen, die vor Putins Bomben fliehen und zu uns kommen, helfen und sie unterstützen. Und ich bin total dankbar, wie viele Menschen das bereits machen, die spenden, die Geld spenden, die Sachspenden bereitstellen und Zimmer zur Verfügung stellen. Und ich bin auch dankbar für das große Engagement der Institutionen, der Sozialverbände, der Kirchen, die in dieser humanitären Not erneut anpacken. Und wir sind deswegen nicht hilflos, weil wir können und wir müssen auch viel tun, um unabhängig zu werden von fossiler Energie. Energiepolitik ist nicht nur Klimaschutz. Energiepolitik ist auch Sicherheitspolitik. Bayern hat in der Vergangenheit jährlich bis zu 5 Milliarden Euro für Öl- und Gaslieferungen aus Russland bezahlt. Das ist eine immense Summe, die nicht nur unsere Abhängigkeit verdeutlicht, sondern die uns in der aktuellen Situation auch schmerzlich vor Augen führt, wie leichtfertig wir mit unserem fossilen Energiehunger ausländische Kriegskassen füllen. Schneller rein in die erneuerbaren Energien muss also das Ziel sein, um uns unabhängig zu machen. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung, die Europäische Union mit ihren Partnern unmissverständlich Sanktionen beschlossen haben. Und ich sage hier auch ganz deutlich, wenn die nicht reichen, um den Krieg zu beenden, müssen weitere Sanktionen folgen. Und ja, auch wenn jetzt vielleicht für den oder die eine oder andere die Aussage von einer Grünen vielleicht etwas überraschend klingt,
Ich halte die Waffenlieferungen an die Ukraine zur Selbstverteidigung für richtig und wichtig, um denen zu helfen, die in der Ukraine um ihr Land und ihr demokratisches System kämpfen. Denn wenn sich die weltpolitische Realität so gravierend ändert, dann müssen auch Parteien bereit sein, die eigenen Prinzipien zu hinterfragen und Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin froh, dass meine Partei dies macht. Denn der Angriff auf die Ukraine zeigt doch deutlich, Frieden ist nicht selbstverständlich, auch nicht in Europa. Und der Grund, warum Putin seinen Invasionskrieg führt, ist doch der, dass er Angst hat vor dem demokratischen Geist. Und für uns bedeutet es doch, dass wenn wir Freiheit, Demokratie und Menschenrechte als unseren zentralen Wertekanon begreifen, dann müssen wir den auch nach außen leben. Und das bedeutet wiederum, dass wir Staaten auf dem Weg zu einer weltoffenen, demokratischen und Gesellschaft unterstützen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Demokratie ist unter Druck von außen und von innen. Die Bertelsmann Stiftung untersucht regelmäßig mit dem Transformationsindex BTI die Lage der Staaten weltweit. Und erstmals seit 2004 verzeichnet sie mehr autokratische als demokratische Staaten. Das ist höchst alarmierend. Wir müssen also aufpassen, dass wir unsere Demokratie für nicht selbstverständlich nehmen, nur weil wir sie gewohnt sind. Wir müssen also weiter dafür arbeiten, dass alle Menschen gleiche Chancen, gleiche Rechte haben und dass sie in Freiheit und Frieden leben können. Was bedeutet jetzt, in Freiheit zu leben? Für mich bedeutet es, dass jeder Mensch selbstbestimmt und frei das eigene Leben gestalten kann. Leben und lieben, wie und wen er oder sie will. Wichtig dabei ist mir aber, dass wir, wenn wir über Freiheit reden, nicht nur auf die Freiheit von Einzelnen schauen. Denn Freiheit in einem demokratischen und liberalen Staat meint nämlich gerade nicht Willkürfreiheit oder das Recht des Stärkeren, sondern eine Idee von Freiheit, die an Vernunft und an Verantwortung gebunden ist. Ich würde es mal so formulieren. Natürlich kann jede und jeder in seinem privaten Bereich tun, wonach ihm oder ihr ist, solange es nicht zu Lasten von anderen geht. Ich bin mir relativ sicher, dass diese Definition von Freiheit wahrscheinlich viele, die hier sitzen, mit unterschreiben könnten. Aber wir haben in unserer Gesellschaft in den letzten 2 Jahren in der Corona-Pandemie live und in Farbe miterleben können, dass das wohl nicht alle so tun. Sie bekommen es ja auch mit. Es gibt einige, die schreien fast täglich nach einem Freedom Day, um uns von der Corona-Diktatur zu befreien. Und ich finde das höchst zynisch. Denn der Begriff Freedom Day suggeriert ja, dass wir angeblich seit 2 Jahren unfrei leben würden. Das verhöhnt doch alle, die in autoritären oder totalitären Staaten leben. Und wenn wir uns mal anschauen, woher der Begriff Freedom Day historisch kommt, dann merken wir schnell, dass der aus Südafrika kommt und er steht dort für das Ende von Kolonialismus und rassenideologischen Apartheid und für den demokratischen Aufbruch. Wenn jetzt Bürgerinnen und Bürger in unserer Demokratie im Jahre 2022 von Freedom Day krakeelen, dann wird in meinen Augen das Narrativ der sogenannten Querdenker übernommen, dass wir angeblich in einer Corona-Diktatur leben würden. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, das ist Quatsch. Auch während Corona sind wir hier in Deutschland frei. Während der gesamten Pandemie tagen die Parlamente, entscheiden die Gerichte, es gibt eine handlungsfähige Exekutive. Und bei allen Maßnahmen fand und findet immer eine schwierige demokratische Abwägung statt, bei der es darum geht, Menschen vor schwerer Krankheit oder dem Tod zu schützen. Und vorübergehende Freiheitseinschränkungen wurden als notwendig angesehen, weil die persönliche Freiheit eben dort endet, wo sie andere Menschen gefährdet oder in ihrer Freiheit einschränkt. Ja, das hatte persönliche Einschränkungen zur Folge, die für alle schwer und für manche überwältigend waren. Und ja, manche Einschränkungen in den letzten 2 Jahren waren sehr, sehr schmerzhaft. Wenn man beispielsweise
seine sterbende Mutter 2020 im Pflegeheim nicht besuchen durfte, war das grausam. Grausam für alle Betroffenen. Und manche Einschränkungen, wie zum Beispiel das zwischenzeitliche Verbot in Bayern, sich alleine nicht auf eine Parkbank im Freien zu setzen, waren ehrlich gesagt auch einfach unsinnig. Da hat dann nicht nur die Verhältnismäßigkeit gefehlt, sondern auch der konkrete Wirkungsgrad. Da hätte es mehr Besonnenheit und politische Kreativität gebraucht, um das eigentliche Ziel zu erreichen, nämlich die Bevölkerung wirksam zu schützen. Allein an dem Beispiel sehen wir doch deutlich, Freiheit, Verantwortung und Sicherheit ins richtige Verhältnis zu setzen, ist nicht immer leicht. Vor allem nicht in komplexen Situationen, vor allem nicht in neuartigen Situationen. Das wird aber immer weiter die Aufgabe in einer Demokratie sein. Wir alle wissen, Corona ist nicht vorbei, das Artensterben, die Klimakrise läuft weiter und die Attacken auf die Demokratien von autoritären und totalitären Staaten werden eher mehr und nicht weniger. Sicherheit hat in einem Rechtsstaat, in unserer Demokratie, in meinen Augen eine Dienstfunktion für die Freiheit. Und deswegen kann es passieren, dass sicherheitsrelevante Maßnahmen gleichzeitig Freiheitsrechte beschneiden im Sinne des Gemeinwohls. Und das jedes Mal verhältnismäßig auszubuchstabieren und immer wieder zu erklären, warum das jetzt notwendig ist, wird und ist eine große Aufgabe von allen in Verantwortung. Auch von den Medien. Denn Pressefreiheit und Meinungsfreiheit sind ja in einer Demokratie ebenfalls zentrale Werte. Wir sehen ja gerade, in Russland gibt es das faktisch nicht mehr. Putins Apparat hat freie Berichterstattung und Informationen buchstäblich in Ketten gelegt. Und unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu am Donnerstag sehr treffend gesagt, wer das Licht der Information aussperren muss, der braucht offenbar Finsternis für das, was er tut. Wir alle hier in unserer Demokratie sind gefordert, dieses Licht auch bei uns täglich zu verteidigen. Wenn wir nicht wachsam sind, wenn wir nicht aktiv gegen Desinformation, Hate Speech und Angriffe gegen die Meinungsfreiheit vorgehen, erlischt dieses Licht. Die Feinde der Meinungsfreiheit und einer demokratischen Informationsgesellschaft wollen das ja genau. Und wir dürfen das nicht zulassen. Sie sehen also, wir haben als Gesellschaft viel vor. Die Demokratie hat viel vor sich. Und all das passiert in Zeiten, in denen die Individualisierung weiter fortschreitet. Je mehr Individualisierung in einer Gesellschaft, desto mehr müssen Politik, Zivilgesellschaft, Religionen ihre Gemeinschafts- und Integrationsfunktion leben. In einer verunsicherten und von externen Krisen wie zum Beispiel Corona oder jetzt dem Krieg in der Ukraine erschütterten Gesellschaft brauchen wir dringend alle Bindungskräfte. Ganz besonders auch die der Kirchen. Denn die Kirchen bringen Menschen zusammen, sie sorgen für Halt. Dort, wo es ums kurze Festhalten und wieder aufrichten geht. Und dort, wo es darum geht, den tiefen Fall ins Nichts aufzufangen. Bei Menschen zum Beispiel, die während der Pandemie einsam waren und in der Kirchengemeinde ihre einzigen persönlichen Kontakte haben. Bei Menschen, die nur mit einem Koffer und mit der Angst um die Zurückgebliebenen aus ihrem alten Leben fliehen müssen. Bei Menschen, denen wir die Hoffnung geben müssen, dass wir mit Entschlossenheit, Mut und gemeinsam anpacken, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen können. Und es kann nicht nur Aufgabe von der Zivilgesellschaft, von Institutionen, von Kirchen, von Vereinen und Verbänden sein, sondern diese plurale Gesellschaft braucht auch Institutionen, die genau dazu passen. Und was ist eine der wichtigsten Institutionen einer Demokratie? Natürlich das Parlament. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich 2013 das erste Mal in den Landtag gewählt wurde. Und ich erzähle Ihnen mal kurz, wie man darüber informiert wird. Man bekommt nämlich einen Brief vom Landeswahlleiter. Und in diesem Brief steht dann drin,
Der Landeswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung gemäß § 70 Absatz 2 Nummer 10 der Landeswahlordnung festgestellt, dass Sie bei der Wahl zum 17. Bayerischen Landtag am 15. September 2013 als Wahlkreisbewerberin der Partei Bündnis 90 Die Grünen im Wahlkreis Oberbayern gewählt wurden. Gemäß Artikel 48 Landeswahlgesetz LWG verständige ich Sie hiervon. Das stand in dem Brief, den ich damals in meiner WG aufgemacht habe. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mir dachte, okay, das ist es jetzt. Gut, ich bin jetzt also Landtagsabgeordnete. Trotzdem muss ich jetzt das Nudelwasser erstmal aufsetzen. Das war dann sozusagen der Moment, als ich Landtagsabgeordnete wurde und konnte mir ehrlich gesagt am Anfang noch nicht so vorstellen, was das konkret bedeutet. Denn ich hatte natürlich Bilder im Kopf, so wie Sie wahrscheinlich auch Bilder im Kopf vom Bayerischen Landtag, vom Parlament und von Abgeordneten haben. Ich hatte Vorurteile gehört und positive Sachen, aber natürlich, so wie Sie vielleicht auch, hatte ich so Bilder im Kopf wie, naja, dieses Parlament, da ist alles sehr langsam, dann diskutieren die ewig, dann ist es bürokratisch und wenn man mal online guckt, dann sitzt irgendwie nie jemand in diesem Plenum und alle sind irgendwie immer nur draußen. Viele Vorwürfe als politisch interessierter Mensch fand ich damals schon übertrieben und hoffte natürlich dann 2013, dass sich davon nicht so viel bewahrheiten würde. Und natürlich sind Demokratien und die Arbeit im Parlament teilweise langsam. Abstimmungen, Aushandlungen, Kompromisse finden, Anträge, Gesetzentwürfe schreiben, das alles kostet natürlich Zeit. Und ja, es ist auch bürokratisch. Als mein Büro und ich das allererste Mal eine sogenannte schriftliche Anfrage an die bayerische Staatsregierung stellen wollten, waren wir sehr erstaunt, was es alles braucht, um der Regierung eine einfache Frage als Oppositionsabgeordnete zu stellen. Aber wie will man denn sonst ein gerechtes System schaffen, in dem Opposition und Regierung die gleichen Rechte haben? Natürlich braucht es dafür verbindliche Regeln und Transparenz. Und jetzt bin ich fast 9 Jahre im Landtag und ich bin immer noch eine glühende Verfechterin der parlamentarischen Demokratie, weil ich in der Abwägung und in dem Diskurs und in dem Überlegen, welches System für die Herausforderungen der momentanen Zeit denn das passende sein könnte, immer wieder zu dem Schluss komme, das ist unsere parlamentarische Demokratie. In einer modernen, in einer vielfältigen Gesellschaft ist das der beste Weg, um demokratische Willensbildung zu betreiben. Wie sollten wir denn sonst die verschiedenen Wünsche, Bedürfnisse, Ansichten und Forderungen einer pluralen Gesellschaft bündeln und organisieren? Das kann doch nicht ein Mensch alleine per Order die Mufti von oben machen, sondern das muss ausgehandelt, das muss diskutiert und das muss vor allem dann auch abgestimmt werden. Allerdings ist auch jedes System immer noch verbesserungsfähig. Und ich finde, dass auch unsere parlamentarische Demokratie an ein paar Punkten ein Update bräuchte. Und einer dieser Updates ist in meinen Augen das Wahlrecht. Ich finde, wir sollten die Altersgrenze für das aktive Wahlrecht auf mindestens 16 Jahre absenken. Aus meiner Sicht auch gerne noch ein bisschen weiter nach unten, aber fangen wir mal mit 16 Jahren an. Denn ganz ehrlich, diese Wahlaltergrenze ist doch willkürlich. Das Menschenbild in einer aufgeklärten und emanzipierten Gesellschaft ist das einer mündigen Bürgerin oder eines mündigen Bürgers, die Verantwortung für sich, für andere und auch für die Gesellschaft übernimmt. Wir alle als Gesellschaft fordern das ständig von jungen Menschen ein und deshalb sollten wir auch ihnen dieses Recht geben und ihnen damit die Verantwortung zu übertragen, mitzubestimmen über die Entscheidungen für ihr weiteres Leben treffen. Und deswegen muss an den Schulen politische Bildung einen viel größeren Stellenwert bekommen. Nicht nur über die Vermittlung von Wissen, sondern indem es mehr Raum für Debatten über politische Themen gibt. Und ganz praktisch, indem die Schülerinnen und Schüler mehr bei der Gestaltung und Organisation ihrer Schulen mitsprechen dürfen. Politische Bildung in diesem weiteren Sinn ist die Schlüsselqualifikation für demokratisch und freidenkende Menschen der Zukunft. Und davon profitieren also nicht nur die Einzelnen, sondern wiederum die gesamte Gesellschaft. Ein zweites Update für unser Parlament ist die Zusammensetzung. Schauen wir uns jetzt
die Parlamente an, so sehen wir, naja, ein Spiegelbild der Gesellschaft ist es noch nicht. Die Vielfalt an kulturellen und sozialen Milieus wird nur geringfügig abgebildet. Und was mich besonders ärgert, seit jeher ist die Hälfte der Bevölkerung in diesem Land weiblich. Und seit jeher sind in den Parlamenten unserer Republik weniger Frauen als Männer. Im Bundestag sind es nur knapp 35%, im Bayerischen Landtag nur 27%. Und ganz ehrlich, sehr geehrte Damen und Herren, das muss besser werden. Ich halte den jetzigen Zustand für eine fortgesetzte Verletzung elementar demokratischer Rechte, die wir auch nicht mehr durch Appelle heilen können. Ich bin ja jetzt auch schon lange in der Politik und nach jeder Wahl wird der zu geringe Anteil von Frauen von gewissen Parteien beklagt. Sobald es dann aber an die Aufstellung der Listen und der DirektkandidatInnen geht, grüßt das männliche Murmeltier. Der im Artikel 3 des Grundgesetzes formulierte Anspruch ist keine unverbindliche Empfehlung, sondern eine Handlungsanleitung. Ich zitiere nochmal: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und jetzt halten Sie sich fest, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Wir brauchen also ein Update. Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung und damit haben sie jedes Recht, an der Hälfte der Macht beteiligt zu sein, die gleichen Ressourcen und die gleichen Chancen auf Teilhabe zu haben. Das führt zur besseren Qualität von Entscheidungen und bringt unterschiedliche Sichtweisen an einen Tisch. Und all das ist doch das, was wir dringend brauchen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Als Grüne Landtagsfraktion haben wir deswegen einen Gesetzentwurf eingebracht. Ich habe es immer das Hälfte der Machtgesetz genannt, dass das Wahlrecht dahingehend verändern soll, dass Frauen gemäß ihrem Anteil in den Parlamenten auch vertreten sind. Denn darum geht es ja auch, dass Frauen die Hälfte der Macht im Parlament bekommen. Jetzt wird Sie wahrscheinlich nicht verwundern, dass das mit der jetzigen Regierung bisher nicht umsetzbar war. Aber ich verspreche Ihnen, wir und ich bleibe dran. Denn ich weiß als 36-jährige Frau, dass Gleichberechtigung einem nicht geschenkt wird. Sie fällt auch nicht vom Himmel, sondern Gleichberechtigung der Geschlechter müssen wir uns als Gesellschaft erkämpfen. Und Frau braucht einen langen Atem. Das zeigt die Frauenbewegung sehr deutlich und ich bin dankbar, ich bin wirklich zutiefst dankbar für die vielen mutigen Frauen, die sich schon vor über 100 Jahren für Frauenrechte eingesetzt, die für uns Menschenrechte wie das Wahlrecht erkämpft haben und ohne die wir Feministinnen und Feministen heute die Grundlage fehlen würde. Dafür vielen, vielen Dank, auch ganz persönlich, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich heute hier als Fraktionsvorsitzende der zweitstärksten Kraft in Bayern stehen würde, wenn mutige Frauen nicht den Weg für uns alle geebnet hätte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube auch, dass unsere Demokratie dann stark ist und unsere parlamentarische Demokratie, wenn der Staat auf Augenhöhe mit seinen BürgerInnen agiert und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger fördert und nicht bremst. Ich bin deswegen eine große Verfechterin von plebiszitären Instrumenten, wie zum Beispiel BürgerInnenräte oder Bürgerinnen- und Volksentscheide. Ich halte sie für eine unglaublich gute Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie. Denn sie gibt Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, zwischen den Wahlen teilzuhaben, für Themen auf die Straße zu gehen, zu diskutieren und Entscheidungen herbeizuführen. Jeder Volksentscheid, jeder Bürgerentscheid stärkt am Ende die Demokratie, denn er verlangt uns als Demokratie und als Gesellschaft ab, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Außerdem braucht natürlich eine starke und wehrhafte Demokratie auch durchsetzungsfähige Institutionen, die uns vor Schäden bewahren. Staatliche Institutionen, die regulierend eingreifen und uns schützen. Ich würde es mal so formulieren: Unsere Freiheit und Selbstbestimmung werden auch durch Behörden verteidigt, weil diese für faire Regeln sorgen. Dazu gehört zum Beispiel eine gut ausgestattete Polizei und Justiz, ein funktionierendes Gesundheitssystem, Klammer auf,
in einer Pandemie weiterhin, dass Gesundheitsämter per Fax kommunizieren, gehört für mich nicht dazu. Wir brauchen ein durchlässiges Bildungssystem, das fragt, dass die Kinder und Jugendliche fragt, wo willst du hin, und nicht fragt, woher du kommst. Und wir brauchen starke Kommunen und offene Rathäuser, denn sie sind besonders nah bei den Menschen, vor allem auch im ländlichen Raum. Und für diese starken Institutionen trägt die Politik Verantwortung. Die Politik hat in der Hand, dafür zu sorgen, dass unsere Institutionen finanziell, personell und organisatorisch gut ausgestattet sind, dass sie ihren Aufgaben nachkommen können. Ich sage das hier so deutlich. Es ist nicht vom Himmel gefallen, dass unser Gesundheitssystem auf Kante genäht ist. Es ist auch nicht normal, dass in unseren Schulen die Lehrerinnen und Lehrer am Stock gehen. Das kann verändert werden. Und dafür ist die Politik da, dafür zu sorgen, dass unsere Institutionen, die unsere Demokratie ausmachen und halten und uns dadurch alle schützen, gut ausgestattet sind. Und die Politik hat noch eine weitere Option. Sie kann die passenden rechtlichen Rahmenbedingungen bereitstellen, sodass wir alle in Vielfalt, Freiheit und Sicherheit leben können. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt ist mir klar, dass eine Demokratie nicht nur aus Institutionen und dem Parlament besteht, sondern eine Demokratie besteht vor allem aus Demokratinnen und Demokraten. Uns alle, die ihre Demokratie verteidigen, weiterentwickeln und schützen wollen, wir alle machen diese Demokratie aus. Die Demokratie zu schützen bedeutet, Haltung zu bewahren und sich entschieden allen entgegenzustellen, die unsere Demokratie, die Freiheit, die Selbstbestimmung, die Vielfalt in Abrede stellen. Online wie offline. Jeden einzelnen Tag. Und auch hier ist es Aufgabe des Staates, die vielen zivilgesellschaftlichen Akteure zu unterstützen, die das in unserem schönen Land ja jeden Tag machen. Und ich frage Sie jetzt mal so direkt, ist es nicht peinlich, dass das reiche Bundesland Bayern kein eigenes Landesprogramm zur Stärkung der Zivilgesellschaft hat? Ich finde es peinlich. Ich finde, der Staat sollte das zivilgesellschaftliche Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger unterstützen und nicht bremsen. Denn diese Bildungsarbeit, die dort geleistet wird, in kleinen Vereinen, in Verbänden, in den Schulen, in den Kirchen, in den Gewerkschaften, die demokratische, humanistische und freiheitlichen Werte in den Mittelpunkt ihrer politischen Bildung stellen, die müssen doch mehr gefördert werden. Denn dort kommen Menschen zusammen, dort begegnen sie sich, dort lernen und lehren sie, dort bauen sie Vorurteile ab, dort wachsen sie über sich hinaus. Das kann ich, wenn ich so meine Jugendzeit und meine letzten Jahre so zurückschaue, auch selbst bestätigen. Ich hatte zum Beispiel viele prägende Momente während meiner Konfizeit in der Erlöserkirche Herrsching und danach, als ich noch lange im Gospelchor mitgesungen habe. Ich habe viele prägende Erlebnisse beim TSV Herrsching Handball sammeln können, als ich dort aktiv war. Und das sind alles Institutionen, wo man Demokratie und die Verteidigung der Demokratie direkt und unmissverständlich lernt. Und Demokratie stärken bedeutet auch erinnern. Da es immer weniger Überlebende des Holocaust noch gibt, muss dringend die Erinnerungsarbeit und Kultur besser gefördert und weiterentwickelt werden. Ich werde nie das Gespräch mit dem Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer vergessen. Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht. Das gilt weiterhin. Sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht hat meine Entschlossenheit, unsere Demokratie zu verteidigen, auch mit meiner Schule zu tun. Ich bin stolze Ex-Schülerin des Christoph-Probst-Gymnasiums im schönen Gilching. Der Namensgeber meiner Gilchinger Schule gehörte neben Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf und Professor Dr. Kurt Huber der Weißen Rose an. Die kennen Sie wahrscheinlich alle, die Widerstandsgruppe gegen das Nazi-Regime. Alle dort leisteten Widerstand und sie wurden dafür hingerichtet. Und in meiner Schule habe ich gelernt, was Zivilcourage ist und wie zerbrechlich unsere Demokratie sein kann. Und dass man Demokratiefeinden von Anfang an konsequent entgegentreten muss.
Streng genommen bin ich also Antifaschistin seit der 5. Klasse. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern, als ich in dieser großen Aula stand, mega aufgeregt, von der 4b in die 5e, ganz viele neue Leute, der Rucksack war mega schwer, der Direktor redete ewig lang und sehr, sehr viel. Und dann haben wir alle eine weiße Rose in die Hand gedrückt bekommen. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was an dem Tag geredet wurde, aber ich kann mich noch erinnern, was ich damals empfunden habe. Und zwar der so heißt, wie die Schule, in die ich jetzt gehe, hat Rückgrat bewiesen. Und ich darf jetzt auch auf diese Schule gehen. Das ist eine Ehre, aber das ist vor allem eine Verpflichtung. Und genau so empfinde ich es noch heute. Es ist unsere Verpflichtung, Demokratie, Freiheit, Frieden und Selbstbestimmung jeden Tag zu verteidigen. Und nicht nur an Gedenktagen daran zu erinnern, sondern das als Aufgabe von uns allen zu machen, 365 Tage im Jahr. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss der Kanzelrede noch auf ein anderes Thema kurz zu sprechen kommen, was genauso umfassend ist und was wir in meinen Augen nur lösen können, wenn wir unsere Demokratie auch stärken und in einem demokratischen System dieser Aufgabe begegnen. Im christlichen Sinne würde man sagen, das ist die Bewahrung der Schöpfung. In der Wissenschaft spricht man vom Schutz der biologischen Lebensgrundlagen und in den Vorstandsetagen der Unternehmen geht es um nachhaltiges Wirtschaften. Ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ich mache es mal ganz einfach. Wie schaffen wir es, dass auch noch die nachfolgenden Generationen gut auf dieser Erde leben können? Und da möchte ich mit einer kleinen Anekdote beginnen. Bevor ich nämlich in den Landtag gekommen bin, war ich bei der Grünen Jugend München aktiv. Ich war relativ frisch gewählt, 2009 war das, und es war die Klimakonferenz in Kopenhagen. Und wir sind nach Kopenhagen mit dem Zug gefahren. Ich erinnere mich noch genau, wir standen am Münchner Hauptbahnhof, mega viel Gepäck, weil wir waren der Meinung, wir müssen noch 3 Eisbärenkostüme mitnehmen, um dort gut demonstrieren zu können. Und wir fuhren also nach Kopenhagen, diskutierten, froren in der Kälte bei den Demos und waren so positiv gestimmt, dass jetzt bei der Klimakonferenz in Kopenhagen der Durchbruch kommt. Vielleicht erinnern Sie sich an 2009, der Durchbruch kam nicht. Es gab ein paar Absichtserklärungen und mehr nicht. Wir fuhren also mit dem Eisbärenkostüm unterm Arm wieder zurück nach München und ich habe mir damals geschworen, wir machen weiter und wir werden so lange Druck machen, bis die Bekämpfung der Klimakrise auch einen größeren Resonanzboden hat und endlich angepackt wird. Jetzt sind über 10 Jahre vergangen und das Thema ist endlich stärker in den Fokus gerückt. Bei der Pariser Klimakonferenz 2015 wurde sich völkerrechtlich auf das 1,5-Grad-Ziel verbindlich verständigt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es hier jemand ist, aber vielleicht kennen Sie jemanden, der oder die sagt, naja, ob jetzt 1,5 Grad oder 2 Grad oder 2,5 Grad, das wird doch schon alles irgendwie passen. Wir kriegen das am Ende schon irgendwie hin. Als Menschheit haben wir immer irgendwas hinbekommen. Aber leider ist es bei der Klimaüberhitzung nicht so wie bei Tarifverhandlungen, wo die eine Seite das fordert und die andere Seite jenes und am Ende einigt man sich auf die Mitte und alle sind einigermaßen zufrieden. Bei unserem Erdklima ist das anders. Es gibt keinen Kompromiss. Du kannst mit Physik und Biologie nicht verhandeln und es gibt auch keinen Interessensausgleich. Am Ende zählt, ob wir es als Gesellschaften gemeinsam schaffen, die Konzentration von Klimagasen in der Atmosphäre zu verringern und den Anstieg der Temperatur auf ein verträgliches Maß zu begrenzen. Und in diesem Konflikt gibt es auch keine Sieger und keine Besiegten. Entweder wir schaffen es, das Klima wirksam zu schützen, dann haben wir alle gewonnen, oder wir schaffen es nicht und dann haben wir alle verloren. Auch wenn die Konsequenzen einen Teil der Weltbevölkerung härter treffen werden als den Rest. Und jetzt mag die eine oder der andere vielleicht sagen, ja toll, was die Schulze jetzt hier oben erzählt, aber es sieht doch gerade überhaupt nicht gut aus. Der CO2-Ausstoß wächst, Arten sterben und wir verlieren jeden Tag in Bayern 11,6 Hektar Fläche. Ja, Sie haben recht, wir sind zu langsam.
Das bisherige Tempo unserer umweltpolitischen Fortschritte reicht nicht. Und deshalb, das macht mich manchmal echt fertig, könnte man eigentlich erwarten, dass zumindest unter den Parteien, die sich von der Vernunft und nicht von Verschwörungstheorien leiten lassen, der Konsens besteht, wir müssen schnell und unmissverständlich etwas dagegen tun. Aber leider ist es nicht so. Der Soziologe Ulrich Beck hat einmal in Bezug auf die Gleichberechtigung der Geschlechter den Männern, ich zitiere, verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre bescheinigt. Ich finde das eine sehr treffende Beschreibung. In der Ökologiepolitik gibt es diese Verhaltensstarre leider auch. Gerne wird sie kaschiert vom medienwirksamen Bäume umarmen. Ich sage Ihnen aber deutlich, das reicht nicht. Erinnern Sie sich vielleicht an das uralte grüne Plakat, das war von 1983. Da hat ein Kind ein Haus gemalt, ein Baum, eine Sonne und ich glaube noch so ein kleines Vögelchen. Und unten drunter steht, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Bäm. Der Satz sitzt. Der Satz drückt für mich aus, was eigentlich unser aller Antrieb sein sollte. Der Satz drückt aus, dass wir vergänglich sind, unsere Taten aber nicht. Dass wir, die jetzt sind, verantwortlich sind für kommende Generationen, für die Kinder und Enkelkinder. Und das sagt jetzt nicht nur so ein Wahlplakat der Grünen von 1983, sondern das sagt auch das Bundesverfassungsgericht. Bei seinem wegweisenden Beschluss vor fast genau einem Jahr übte der Bundesverfassungsgericht Kritik an dem Klimaschutzgesetz der GroKo. Und interessant war, dass dort geschrieben und gesagt wurde, die Maßnahmen, die die GroKo ergriffen hat, reichen nicht aus und verletzen deshalb die Freiheitsrechte der nachfolgenden Generationen, deren die noch nicht da sind. Das wiederum bedeutet, unser Verhalten schränkt die Freiheit der nachfolgenden Generationen ein. Und das darf es nicht. Wir können also festhalten, wer jetzt das Klima schützt, schützt damit auch die Freiheit. Künftige Generationen, die Freiheit künftiger Generationen, aber auch die Freiheit im Hier und Jetzt. Und ich schlage wieder den Bogen zum Anfang meiner Rede. Putins Krieg in der Ukraine führt uns doch schmerzhaft vor Augen, wie abhängig wir von den fossilen Energieträgern sind. Und ich finde, wir dürfen uns nie wieder erpressbar machen durch autoritäre Regime. Und deswegen ist es jetzt keine Option, einfach Gas aus Russland durch Gas aus Katar oder Aserbaidschan zu ersetzen. Wir wären immer in der Gefahr, dass Freiheit, Menschenrechte und Demokratie hinter unserer Abhängigkeit zurückstehen. Wirklich frei entscheiden wir nur ohne die Öltanker und Gaspipelines, die uns in Fesseln anlegen. Wind und Sonne sind die Lösung. Wind und Sonne können nicht von Diktatoren vereinnahmt werden. Wind und Sonne gehören niemandem, sind für uns alle da. Und deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, muss jetzt gehandelt werden. Dringend. Es braucht tiefgreifende Veränderungen der Art und Weise, in der wir Energie erzeugen, wie wir wohnen, wie wir Mobilität organisieren und wirtschaften. Wir müssen die sozial-ökologische Transformation zum Erfolg bringen. Und zwar schnell. Es braucht also einen Green Deal, auch in Deutschland und auch in Bayern. Und ja, das ist ein Riesenprojekt. Das ist sehr viel Arbeit. Das ist sehr anstrengend und es wird zu Veränderungen führen, die wir uns vielleicht jetzt alle auch noch gar nicht vorstellen können. Aber die Alternative wäre es, nichts zu tun und damit die Freiheit der jetzt Lebenden und der nachfolgenden Generation einzuschränken in einer Art und Weise, in der wir es einfach nicht befugt sind. Jetzt komme ich aber zum Positiven. Ich möchte Sie jetzt hier nicht in der Stimmung lassen. Alles ist so schlimm. Denn gerade bei der Bekämpfung der Klimakrise gibt es Lösungen. Und zwar gibt es diese Lösungen schon lange. Wir müssen sie jetzt endlich in die Tat umsetzen. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen, indem wir beispielsweise das Windkraftverhinderungsgesetz 10H in Bayern abschaffen. Wir müssen eine Solarpflicht auf alle Neubauten setzen. Wir müssen die Schulen, die Rathäuser, die Landratsämter mit Solardächern pflastern. Wir müssen die Stromleitungen ausbauen, damit wir aus dem energieintensiven Norden, aus dem Norden, wo die Energie erzeugt wird, in den energieintensiven Süden bringen. Wir müssen den ÖPNV ausbauen.
ausbauend. Wir brauchen eine Mobilitätsgarantie für Bayern. Wir müssen E-Ladesäulennetz ausbauen. Wir brauchen eine Agrarwende. Und da liegen Lösungen auf dem Tisch. Es gibt so viele kluge Menschen von der Wissenschaft über Unternehmen, die an diesen Themen schon lange geforscht haben, die wissen, wie man das machen kann. Jetzt braucht es eine Politik, die diesen Wandel mit vorantreibt. Und ja, das wird anstrengend, das wird intensiv. Aber wenn wir uns jetzt gemeinsam auf den Weg machen, dann bin ich überzeugt, kann das was Gutes werden. Wichtig dabei ist mir aber, dass wir bei dieser Transformation das Soziale nicht vergessen. Bei dem Umbau müssen wir alle mitnehmen. Und schon heute leiden Menschen mit geringerem Einkommen mehr unter den Folgen der Klimakrise, während Menschen mit höherem Einkommen das Klima übermäßig belasten. Und die negativen Folgen haben dann alle zu tragen. Deswegen braucht es einen sozialen Ausgleich, zum Beispiel bei den Energiekosten, denn Klimaschutz muss für alle möglich und bezahlbar sein. Und ich fasse es jetzt zusammen in zwei Sätzen. Es geht um die richtigen Rahmenbedingungen für alle, anstatt um das schlechte Gewissen jedes Einzelnen. Und Klimaschutz sollten wir nicht individualisieren, sondern die Strukturen muss die Politik ändern, dass Klimaschutz machbar und möglich ist. Und jetzt kommt das Positive am Schluss. Genau das ist Aufgabe von Politik. Daran wird sie gemessen und genau dafür kann Politik die Rahmen setzen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt und unsere Demokratie von unseren Eltern. Diese Grundsätze treiben mich an. Lieber Herr Hahn, liebe Frau Grande, ich danke Ihnen und der Evangelischen Akademie Tutzing sowie dem Freundeskreis der Akademie sehr für die Einladung heute und die Möglichkeit, meine Gedanken mit Ihnen zu teilen. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, dass weder Frieden noch Demokratie selbstverständlich sind, aber dass wir auch nicht machtlos sind, uns autoritären Tendenzen im Inneren und im Äußeren entgegenzustellen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vielleicht ein paar Gedankenanstöße geben, was unser demokratisches Fundament stärkt und dass wir auch in der momentanen Zeitenwende die Chance haben, die Dinge für unsere Kinder und Enkelkinder besser zu machen. Wichtig ist für mich auch, das möchte ich zum Schluss noch sagen, dass Politik nie alternativlos ist, weder in Sach- noch in Machtfragen. Es gibt oft verschiedene Wege und ja, manchmal auch ganz schwierige Dilemmata, wie wir mit Blick auf die Ukraine im Moment auch gerade wieder sehen. Und darum ist der zivilisierte Streit um den richtigen Weg ein Wesenszug der Demokratie und keine Fehlentwicklung. Mitmachen, mitbestimmen, mitdiskutieren vieler Menschen macht unsere Gesellschaft stark und zukunftsfest. Und da ist jede und jeder herzlich eingeladen. Wie heißt es doch so schön? Du bekommst die Welt nicht besser gemeckert, du musst die Welt besser machen. In diesem Sinne bemühen wir uns gemeinsam, unsere wunderschöne Welt besser zu machen. Vielen Dank.